warum nicht einfach mal den Leuten an Supermarktregal vorbei, an der Supermarktkasse vorbei, neue Produkte vorzustellen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen was für deine Mutter zu verdanken. Ja, meine Mutter hat mir im Studium immer das typische Care-Paket geschickt. Ja, da waren Socken drin, Taschentücher, was irgendwas überhaupt, einen warmen Schal. Ja, Mama hat sich immer Gedanken gemacht, dass ich friere. Und Süßigkeiten aus der Heimat. Genauso. Und immer, wenn ich in mein Studentenwohnheim gekommen bin, hat die Frau unten am Empfang gesagt, ja, Herr Walter, da kam schon wieder ein Ostpaket. Ja, ich habe im Westen studiert dann und habe dann mit der Sarah überlegt, hey, dieser Überraschungsmoment, dieses sich etwas freuen, da denkt jemand an einen, das muss ich doch übertragen lassen auf ein Geschäftsmodell. Und das ist eine Besonderheit, der Fachbegriff ist ja Bootstrapping oder die Eigenfinanzierung in einem Startup muss immer so aussehen, dass man natürlich sehr, sehr genau auf die Kostenseite schaut. Wir haben uns als Unternehmer gesagt, okay, wir schaffen das, das Geschäftsmodell erfolgreich aufzusetzen und haben uns am Anfang zum Beispiel überhaupt gar nichts ausgezahlt. Im Gegenteil, also wir haben uns mit Nebenjobs über sprichwörtlich über Wasser gehalten, das ging auch gerade so gut, aber Stück für Stück konnte daraus das Unternehmen sehr, sehr gesund herauswachsen. Und dass wir erstmal ins Firmenwachstum investieren sollen, bevor wir uns entsprechend auszahlen. Und dieses Modell haben wir gefahren, sodass wir einfach jeden Euro, den wir übrig haben, wieder reinvestieren können. Da hast du drei Möglichkeiten heute als Startup, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber du kannst, nehmen wir vier Möglichkeiten. Die erste, gehst zu einer Bank, holst den Kredit. Das macht jeder Maschinenbauunternehmer wahrscheinlich. Ne? Der muss ja seinen Park vorfinanzieren, wollten wir aber nicht. So, dann holt man sich Business Angels rein, die sich aktiv am Unternehmen beteiligen. Da fanden wir uns einfach noch ein bisschen zu früh, als sofort Anteile in diesen Dimensionen schon wegzugeben. Punkt Nummer drei ist Crowd Investing, was sehr attraktiv ist, weil auf unserer Plattform, wo wir uns bewerben, auf Companisto, gibt es erstmal eine Beteiligung auf den Gewinn. Und falls sie mal verkauft werden sollten, dann wird natürlich jeder Beteiligte nochmal in Höhe seiner Beteiligungsquote ausgeschüttet. Ja, und Punkt Nummer vier muss man natürlich sagen, es gibt öffentliche Fördermittel wie Exist und Co. Als wir uns bei Exist vorgestellt haben, hielten die das für absolut nicht förder- und finanzierbar. Was wir dann ziemlich, das war witzig, weil wir andere kannten, die diese Förderung bekommen haben, die gibt es heute alle gar nicht mehr. Also die haben alle quasi aufgehört. Einfach mal ausprobieren, was wir so machen, dass ihr versteht, welche Idee am Anfang da war und da das ja hier auch ein Publikum erreicht, die vielleicht auch schon mal über das Gründen nachdenken, dann auf jeden Fall aus dem Nachdenken Konkretes machen, sich informieren, auf Veranstaltungen gehen, weil das ist so, wie soll ich sagen, die schönste Lebensaufgabe, die man sich, sagen wir mal, beruflicher Natur widmen kann, wenn man Gründer wird. Und das ist von unser Verständnis, glaube ich, eine der schönsten Investitionen in die eigene Lebenszeit. Ja? Und man muss es sich nur trauen. Das ist gar nicht der schwierigste Teil.